Herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. Wir befinden uns im Hain des Wegklagens. Wegklagens? Ja, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Tut mir leid. Und haben wir nicht sogar ein Level bekommen? Ja, wir sind jetzt Stufe 7. Oh, Arkan. Oh, Froststrahl. Kaltblütig. Reduziert die Kanalisierungskosten und Froststrahl. Okay. Ja, können wir ja erstmal nutzen, aber ich finde die Arkankugel schon echt gut. Aber naja. Gut, in der letzten Folge haben wir mit Hedrick, dem Schmied aus Neutristram, zusammen die Opfer des, der Seuche gekämpft und mussten sie besiegen. Also, das heißt, ja, wir mussten sie töten. Und seine Frau war einer von denen. Oder eine von denen. Dann hat er uns verraten, wo die Krone von Leoric ist, dem Skelettkönig. Denn das ist seine einzige Schwäche. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Arkankugel besser. Okay. Hedricks Lehrling ist tot. Ich sollte es ihm sagen. Oh. Tot. Und wir können nichts mehr für ihn tun. Gut. Findet den Friedhof der Verlassenen im Hain des Wegklangs. Ich kann das nicht aussprechen, tut mir leid. Ich frag gleich mal Google. So, wir müssen nach oben. Wir laufen. Bewegung tut gut. Ich weiß, das sagt der Suchti, der den ganzen Tag irgendwelche Spiele aufnimmt. Aber trotzdem, Bewegung tut gut. Ach so, hier leerer Ausrüstungsplatz. Ja. Wo denn? Ja, weiß ich, aber... Hä? Ich hab hier zwar leere Ausrüstungsplätze, aber... Ich kann da ja nirgendwo irgendwas reintun. Das ist alles schon, was ich hab? Oder momentan halt in anderer Form besitze. Oh oh. Weg hier, ganz schnell. Ich habe nicht genug Arkankraft. Ist nicht schlimm, die lädt sich wieder auf. Bam. Oh, Arkanstaub. Oh oh. Morscher Baumstamm. Das ist ja ein Grab. Okay. Wir müssen nach oben. Dupdi-dum. Bäm. Ah, was wollt ihr denn? Oh, oh. Jetzt habe ich nicht getroffen. Also, manche besiege ich mit einem Schlag, aber manche auch nicht. Klar, dass Gegner unterschiedlich stark sind, ist logisch, aber
Ups, das wollte ich gar nicht. Ihr spürt jetzt meinen Zorn. Ich brauche Arkankraft. Kriegst du. Ich wärme mich gerade erst auf. Genau. Du sprichst mir aus der Seele. Guter alter Freund. Ach, guck dir an, die ganzen Fettsäcke. Unglaublich, wie gut ich bin. Hätte nicht gedacht, dass ich noch besser werden könnte. Stufe 8. Was bekommen wir dazu? Diamanthaut. Ah, statt Frost Nova. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so oft nutze ich die gar nicht. Also, was macht die denn? Abklingzeit 15 Sekunden. Verwandelt eure Haut in Diamant und absorbiert vorübergehend Schaden. Oh. Haben wir sonst noch was bekommen? Nö, okay. Dann zeig mal her. Oh, das hält aber wirklich nicht sehr lange. Egal, es wird seinen Zweck erfüllen. Hoffe ich. Wenn nicht, können wir wieder die Frost Nova reinmachen. Oder einstellen. Wie sagt man denn? Reinmachen? Nehmen? Ja, gibt es da ein Fachwort für? Oh oh. Ach du Scheiße. Massenversammlung. Was? Sie haben einen leeren. Öffnen Sie um Gegenstände. Ja, das weiß ich, aber ich habe doch nichts dafür. Ich habe nicht genug Arkankraft. Er weist mich auf etwas hin, was ich A schon weiß und was ich B nicht verhindern kann. Zumindest momentan. Das ist irgendwie seltsam. Ganz komisch. Was haben wir denn hier? Schrein der Erleuchtung. Mehr Erfahrung. Oh, dann hauen wir doch mal rein. Bumm, klatsch, bäh. Das sind doch keine Gegner. Das sind Lappen. Ich meine, guckt's euch an, die Flachzangen. Tschüss. Könnt nichts. Können absolut gar nichts. Na, ich weiß, jetzt nehme ich den Mund mal voll. Das wird sich später dann ändern. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Nee, ich auch nicht. Wir können hier echt jeden Stein kaputt machen. Tschüss. Ein toter Dorfbewohner. Ruhe in Frieden. Und falls du ein Dieb warst, ich bin froh, dass du tot bist. Bam. Warte, wir sollten doch zum Friedhof. Ja, ja. Der Verlassenen. Das ist doch schon der Friedhof hier. Aber laut. Na, befinde ich mich noch im Hain. Ja, wir sind hier auch noch nicht ganz fertig. Erleuchtet, okay. Hier waren wir. Oh, dichter Nebel. Doch der hält uns nicht auf. Auf gar keinen Fall. Wir sind stärker als diese Viecher. Brauche mehr Arkankraft. Ja, ist gut.
Aha. Hab dich gesehen. Aus dem Augenwinkel entdeckt. Doch das nützt dir gar nichts. Warte, wie sieht denn so eine Arkankugel aus der Nähe aus? Eigentlich ganz geil. Ich muss sagen, die Diamanthaut benutze ich gar nicht, aber jetzt werde ich es tun. Gut, ich werde aber jetzt wieder wechseln. Bäm. Ja, ich weiß, aber was soll ich denn machen? Oh, das nervt so ein bisschen. Gut, wir gehen jetzt nach hier oben. Wir gehen jetzt nach hier oben. Ist das Deutsch? Ich weiß es nicht. Stirb. Ihr seid unwürdig zu leben. Ah, ein Schlag reicht jetzt mittlerweile nicht mehr aus. Die Gegner werden stärker. Es sind Diener der Hölle. Friedhof der Verlassenen. Speicherpunkt. Oh. Register eines Totengräbers. Nach Leoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha, die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. Ich brauche mehr Zeit. Ich habe nicht genug Arkankraft. Ja, ist gut. Also als Nahkämpfer ist der Zauberer wirklich nicht geeignet. Muss man einfach mal sagen. Als Fernkämpfer ist er spitze, aber als Nahkämpfer nicht wirklich. Sowas hier ging jetzt noch, ne? Das war zwar auch schon Nahkampf, aber naja. Gut, was haben wir denn hier? Entweihte Krypte. Tadam. Tadam. Hier ist abgeschlossen. Gut, es gibt 3 Stück. Dann gehen wir doch mal in die erste rein. Kobold und neues Wissen. Dämonen sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Ihr Nachwuchs, die Kobolde, können mitunter fliehen und verbünden sich mit anderer Höllenbrut. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen, immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen und sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen. Neues Wissen. Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht in Frieden ruhen und nach Vergeltung streben.
Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen. Denn sie glauben, dass das Blut der Lebenden ihnen das Leben zurückgeben kann, um das sie gebracht wurden. Komm nur her. Ich vernichte euch alle. Ich mache euch alle fertig. Seelengefäß. Ich kann es nicht glauben. Ich bin in einer Falle gefangen. Ja, dann kommt nur her. Ich mach euch alle fertig. Lasst euch. Diese Magie ist kaum der Rede wert. Ich brauche nur ein wenig länger auszuharren. Ich brauche Arkankraft. Ja, das weiß ich. Ich bin jetzt noch besser. Geil. Ich wärme mich gerade erst auf. Im östlichen Königreich Kejistan habe ich Gerüchte über Krieger der Zakarum gehört, die Kreuzritter genannt werden. Die Einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen. Doch ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren gegründet wurde. Zur Zeit, als Rakis seine Paladin-Armee nach Westen führte. Doch diese Kreuzritter reisten gen Osten und hatten eine ganz andere Mission. Besiegt. Wir sind jetzt gerade eben 2 Level gestiegen. Und wir bekommen die Druckwelle. So, und Schockimpuls. Explosive Blitze. Die Druckwelle sieht so aus. Sehr magisch. Ja, können wir benutzen. Vorerst. Oh, das ist gut. Das nehme ich mal. Oh, ja, aber nee, eine Armbrust ist nicht mein Ding. Damit kann der Zauberer eigentlich nicht umgehen. Seelengefäß. Dies war wirklich nur eine Falle. Gut, geht es hier oben weiter? Tatsächlich. Aber nicht viel. Das war es schon. Aber das weiß ich. Oh, mehr Gegner. Diese Kreatur muss sterben. Brauche mehr Arkankraft. Ich bin wieder gesund. Ja. Noch nicht bereit. Okay, ich muss zugeben, dieser Schockimpuls ist wirklich nicht meins. Ich werde jede Rune mal demonstrieren, aber ich finde das magische Geschoss für den Anfang echt besser. Oh, das macht deutlich mehr Schaden. Ja, dann komm. Und sieht auch irgendwie cool aus. Hier gibt es so viele Wege, Gottes Willen. Oh, und wir sind schon wieder am Ende der Folge.
Das geht immer sehr, sehr zügig. So. Ein dummes Gesindel. Nee, warte, Gesindel heißt ja Quatschen, ne? Gut, jetzt geht's da oben noch lang. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen dieser Folge Diablo 3. Und freue mich, wenn es euch gefallen hat. Hier ist Endstation, okay. Und bis zum nächsten Mal. Bei Diablo 3. Bleibt dran. Es ist spannend. Bis dann.